Weedly ist böse. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Portal 2. In der letzten Folge wurde Weedly böse, indem wir ihn durch den Kern von GLaDOS ausgetauscht haben. Der Sturz, Teil 6. Ich bin eine Kartoffel. Gut, mein Scheinapplausprozessor hat überlebt. Den haben wir also. Also, Leute, das ist klar, das. GLaDOS, du bist immer noch böse. Ich vertraue dir immer noch nicht so ganz. Oh, ja. Boah, warum ist denn das so laut? Vor allen Dingen rechts. Okay, ihr habt Stereo-Sound. Gut, jetzt habe ich es gerade gesehen. Ja, ich nehme mit Stereo auf. Leute, ihr hört links und rechts was. Das ist gut. Habe ich die Kopfhörer überhaupt richtig rum auf? Ja, da steht ist zumindest ein R drin. Hier. Ey, da ist ein Vogel! Hallo? Oh, der klaut klar das. Wo sind wir? Es sieht sehr appetitlich hier aus. Wir sind wahrscheinlich unter diesem gesamten Aperture Science Labor jetzt irgendwie gefangen. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Ah doch, darüber. Okay. Gibt's hier auch Tipps oder so? Ach da. Wheatley, kannst du uns helfen? Kann ich sterben im Feuer? Okay, ich kann nicht mehr ins Feuer reinhüpfen. Ich würde mal sagen, wir gehen hier lang. Nicht durch dieses Wasser, auch wenn das Wasser eine sehr schöne Grafik hat. Mir ist aufgefallen, dass ich, wenn ich mich bewege, dass ich ein schlechteres Bild habe. Ich weiß nicht, wie ich es beheben soll. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt beheben kann. Aber das ist halt so. Wo kann ich mich denn hinfeuern? Da! Ja, wir gehen hier durch schneller. Okay. Ba, 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 bam. Keep out, do not enter. Jetzt wird es doch noch zu einem Horrorspiel. Ich kann ja hier aufmachen. Nö. Ich kann hier aber rein. Nö. Doch, da ist so die Ansicht vergrößern. Oh, sag nicht, ich brauche das jetzt. Wohin muss ich? Da hoch. Aha. Okay, das heißt, wir brauchen diese Vergrößerung jetzt doch. Haha. Okay, wir kommen gut voran. Keep out. Okay. Wir sind nicht geoutkeept. Do not enter. Ich mache mir gerade richtig Sorgen. Ich weiß nicht, das kommt ein bisschen. Das kommt mir ein bisschen sus vor. Ah, aua.
Okay. Was ist das? Darf ich mir Sorgen machen? Sind da hinter die ganzen Schätze, Gold, Gucci, alles? Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Oh, vielleicht müssen wir hier sowas machen. Ah. Okay, wir müssen die gleichzeitig drücken. Ich guck mir das so an. Okay. Darf ich mir trotzdem ein bisschen Sorgen machen? Uah. Ich sehe dahinter nichts. Das macht mir auch Angst. Kommt da so ein riesengroßes Aperture Science Monster raus. Liebes Aperture Science Team, bitte beachten Sie folgende Beachtungen. Hinter einem riesengroßen Tresor gehört keine 2 Meter Tür. Wobei, wer weiß, was dahinter liegt, gell? Oh, wir haben einen neuen Ladescreen. Ihr habt immer noch eine schwarze Maus, gell? Lässt sich auch nicht beheben. Habe ich schon erwähnt, dass das Wasser sehr realistisch aussieht oder was auch immer das überhaupt sein soll? Ah, okay, da drin ist gefährlich. Gut, dann gehen wir mal darin baden. Nachher ist hier irgend so ein Monster, das da drin so badet. Geh mal hier lang. Okay, ich bin mir sicher, wir müssen hier irgendwas mit einem Portal machen. Nee. Das hört sich auch irgendwie ein bisschen ungemütlich an. Ja, hab ich das schon in Erwägung gezogen? Ah, die Portalkanone zeigt uns auch, welches Portal gerade aktiv ist. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich habe keine Ahnung. Ich bin überfordert, Leute. Woo! Was ist denn hier? Da komme ich nicht durch. Auch nicht geduckt. Nee. Bevor ich da jetzt noch durchglitsche und nie wieder rauskomme, lasse ich's. Kann ich hier auf die Kugeln drauf? Nee. Kann ich hier irgendwo... Das hier sieht so richtig verdächtig aus. Oh, ich kann mich da vielleicht durchschießen. Ja, ja, klar. Okay. Ich drück, ich öffne. Ah, okay. Was?
Redet gerade ernsthaft der, Name vergessen? Cave Johnson, der Haupttyp von Aperture Science mit uns? Oh, wo bin ich? Ah, okay. Ah, hier können wir... Ja, wir brauchen einen Drop. Ja, wow. Vielleicht... Ja? Ah, ja. Nee. Blau. Okay. Nee. Nee. Ja, hier würden wir hochkommen. Nee. Oh, von hier vielleicht und dann. Nee. Oh, aber hier. Und wenn wir hier rausfliegen würden. Oh, ich weiß, was wir machen müssen, glaube ich. Ja, und jetzt hier irgendwie durchkommen. Toll. Wie soll ich denn da raufkommen? Ich weiß wie. Wir müssen hier und jetzt müssen wir orange schießen. Dahin. Perfekt. Okay. Bei uns werden täglich tausende von Tests durchgeführt. Die kann ich nicht alle persönlich beaufsichtigen. Darum habe ich diese Nachrichten aufgenommen. Damit kann ich auf alle Fragen und Zwischenfälle reagieren, die bei diesem Forschungsabenteuer auftauchen. Ja, das ist er. Leute, so ist... Hängt von deiner Fähigkeit, der Welt deinen Willen aufzuzwingen ab. So sieht... Die Leute, das Rückstoßgehen für uns testen, folgen bitte der blauen Linie auf dem Boden. So, zur Injektion von Gottes an. So sieht also der Typ, der Chef von Aperture Science aus. Eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht. Toll. Okay, aber gefällt mir. Jetzt wird hier noch ein bisschen Hintergrundstory oder sowas gedingst. Cave Johnson ist also der Chef von Aperture Science. Okay. Und Caroline oder wie sie heißt, die Gehilfin. Sind wir oben? Ja. Ich hab schon wieder ein ganz mieses Gefühl. Wir müssen da hin. Ja, okay, aber wo kann ich hier Portalern? Oh, muss ich springen oder so? Nee. Hä? Ah, okay, ich hab's. Komm, geht's hier weiter hier? Wenn du dich schneidest und dir auffällt, dass jetzt Benzin in deinen Arm. Wenn du nach dem nächsten. Für die Dauer des nächsten Tests richten wir einen Supraleiter mit voller Kraft auf dich. Das ist pure Grundlagenforschung. Wozu es gut ist, wissen wir nicht. Vielleicht passiert gar nichts. Im besten Fall verfügst du hinterher über Superkräfte. Im schlimmsten Fall über Tumore, aber die schneiden wir wieder raus. Ist das Ding aus Half-Life?
Ich weiß es nicht. Ich überlebe den Sprung doch nicht, oder? Oder doch? Er muss ja, gell? Ich schaff den Sprung gar nicht, ne. Hä, was soll man denn da machen? Vielleicht hätte ich da von Anfang an. Oh, aber hey, ich fliege ja trotzdem. Kann ich den Fahrstuhlschacht runterspringen? Liebe Kinder, macht das nicht zu Hause nach. Und wir müssen hier hin. Ja, gut. Okay. Pump Station Alpha. Pumpstation Alpha. Wie komme ich hier weiter? Ja. Toll, gar nicht. Hä? Hallo, ich würde gern vielleicht. Das ist eine. Hä? So, hier geht's nicht weiter. Schön. Toll. Wow. Zurück geht's auch nicht. Achso. Vielleicht dieser total auffällig riesengroße Hebel. Pump Station Alpha. Kommt da jetzt wieder ein Neurotoxin oder wie das heißt? Bitte nicht. Oh. Ich muss alles runterlaufen. Toll, einmal falsch gelaufen, soll vorkommen. Soll ich hier durch? Und wohin? Doch nicht nach. Hä? Nach oben. Nein, hier lang. Ja, ja, okay. Gale Flow. So, zeig einen Pfeil lang. Es heißt, Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so bei Everett. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Okay. Okay, die heutige Folge ist ein bisschen weird. Auf jeden Fall. Wie ist dann letzten Endes? Okay, hier gehen Lichter noch an. Okay, fangen wir an. Beim ersten Test spielt das. Nee. Wie es hier weitergeht. Ja, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann, Leute. Und ciao.